So Leute, willkommen zurück. Ja, der eine oder andere wird sich fragen, was hat Muttertag mit dem Kraftsport zu tun? Ich will euch mal eine kurze Story. Ich möchte auch kein Mitleid oder so, ne? Also ich mache dieses Video nicht, damit ihr da irgendwie, ich brauche kein Mitleid oder so, sondern ich will euch einfach nur erklären, warum das alles so ist, wie es ist. Ich glaube, so 1,5 Jahre alt, so in etwa. Ein Jahr, 1,5 Jahre, so in etwa. Da war meine leibliche Mutter schwanger mit einem Bruder, meine ich. Und das war auch die Anfangszeiten vom Irak-Iran-Krieg. Und es gab Revolution, Krieg meine Eltern haben sich wohl so entschieden, soweit ich das so gehört habe. So genau redet mein Vater nicht darüber und der Rest der Familie, aber die hatten sich wohl entschieden, Bruder oder Schwester, was auch immer da im Bauch meiner Mutter war, abzutreiben. Weil wer möchte schon, wenn Krieg ausgebrochen ist, ein Kleinkind aufziehen, ne? Und ja, da ist meine Mutter ins Krankenhaus und hat sich da einem indischen Arzt, also es war ein Inder in Iran, ne? Und da hat sich so wohl Narkose verpassen lassen, um die Abtreibung durchführen zu lassen. Und das, was der indische Anfängerarzt anscheinend vergessen hat zu fragen, ist, ob sie wohl irgendwelche Beschwerden hat von wegen Asthma und keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Mutter war Hebamme, übrigens beruflich Hebamme im Krankenhaus und vollkommen gesund. Anfang 20 hat die sich auf den Tisch gelegt. Der Inder hat die sozusagen Narkosemittel zugeführt und meine Mutter ist gestorben. Das ist die Geschichte zu meiner Mutter und es gibt keinen Muttertag in meinem Leben. Bleibt dran, es geht weiter. Ja, und nachdem ich meine Mutter verloren habe, ihr müsst wissen, so, wenn du so ein Jahr, 1,5, 2 Jahre alt bist, das ist so eines der wichtigsten Entwicklungsphasen, nehme ich mal an. Und dann wurde ich sozusagen bei meiner Großmutter väterlicherseits aufgezogen und bei einer meiner Tanten väterlicherseits. Und wie das Schicksal es so wollte, meine Großmutter hat sehr viel geraucht. Und ich war dann noch ein Jahr. Moment, bevor ich hier Quatsch erzähle. So circa 1,5, 2 Jahre bei meiner Großmutter väterlicherseits und bei dieser Tante väterlicherseits. Und bin dann halt mal da gewesen, mal da. Ihr müsst auch überlegen, mein Vater hat bei der Luftwaffe Irans gearbeitet. Und ihr müsst wissen, das war genau die Zeit, wo der Krieg zwischen Iran und Irak ausgebrochen ist. Und da werden natürlich ohne Ende Überstunden geschoben, ne? Das heißt, so ein Flugzeugingenieur, der bei der Luftwaffe in Iran arbeitet, hat zu der Zeit ohne Ende Überstunden machen müssen. Und genau zu dem Zeitpunkt hat halt mein Vater seine Frau verloren, dementsprechend meine Mutter. Und wer passt jetzt auf das Kind auf? In dem Fall ich. Und ja, ich war halt sehr oft bei Verwandten, links, rechts, geradeaus. Und irgendwann hat es meine Großmutter väterlicherseits auch erwischt. Sie ist dann verstorben, relativ jung, sage ich mal. Also sie war noch keine 70 oder was, die war 60, Anfang 60 oder was, Ende 50, Anfang 60, wo sie verstorben ist. Und kurze Zeit später ist auch die Tante verstorben, bei der ich auch gewesen bin. Das heißt, es wurde immer schwieriger und es sind noch ein paar Dinge dazwischen. Aber bevor ich euch jetzt eine Frikadelle ans Ohr quatsche, jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum ich euch dieses Bild hier zeige, ja? Das ist übrigens, also dieses Stadtteil, wo ich gewohnt habe, ist direkt daneben, sieht auch ungefähr so aus. Das hier ist Ekbatan, beziehungsweise Shahid Fakhuri in Iran, Teheran. Das sind so Stadtteile,
Man kann sagen, halb so groß wie Köln. Also ein Stadtteil von Teheran, ne? Ihr müsst wissen, Teheran hat geschätzt um die 15 Millionen und mit den ganzen Außenbezirken so circa 17, 18 bis 20 Millionen Einwohner. Das ist die Hauptstadt von Iran. Und warum ich jetzt euch das Ganze hier erzähle, ich bin in solchen Hochhäusern aufgewachsen. Wir haben auch im obersten Stock gewohnt. Später hat mein Vater dann nochmal geheiratet und dann hatte ich meine zwei kleineren Brüder, auf die ich ab und zu aufpassen musste. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, die Eltern sind außer Haus. Eine Bombe, also nachts, abends, ne, so was weiß ich, nochmal einkaufen schnell oder weil bei uns haben die Läden auch ziemlich lange auf. Das heißt, mein Vater musste Überstunden schieben, dann später dann nochmal Lebensmittel kaufen oder einkaufen allgemein. Und dann saß ich in einem dieser, oh, ich weiß jetzt nicht genau, welches dieser Hochhäuser, auf jeden Fall eines von diesen Hochhäusern, irgendwie im 13. Stock oder was, oder 14. Stock, ich weiß es nicht mehr. Aufzüge gingen nicht mehr, weil Stromausfall, weil es hagelte Bomben. Dann ist regelmäßig halt, wie gesagt, Strom ausgefallen und dadurch, dass ich meine Großmutter verloren habe, meine Tante und meine Mutter in relativ kurzer Zeit. Ich weiß nicht, und dann, ich war anfällig für so Geisterstories. Jetzt musst du dir vorstellen, ich war, was weiß ich, anderthalb, zwei und dann später drei, vier, fünf, sechs, keine Ahnung. Stromausfall, Alarmsirenen von Bomben, dann sitze ich mit meinen Brüdern teilweise alleine in der Wohnung, die sind am Heulen. Ich selber bin noch Kleinkind, so soll halt noch so irgendwie auf die aufpassen. Und mein größter Wunsch war es, diese Dunkelheit zu überwinden. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so abends, wenn du durch diese Gänge von diesen Riesenhochhäusern gehst, ne, als kleines Kind bis zum obersten Stock, beziehungsweise teilweise bis zum 13., 14. Stock. Es ist stockdunkel, ne, so, und mein größter Wunsch war es, diese Dunkelheit zu überwinden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, zwischen den ganzen Hochhäusern sind so kleinere, so Bütchen, kioskmäßig. Und da gab es eine Taschenlampe. Ich weiß noch genau den Preis, das waren 40 Toman, also 40 Euro kann man sagen. Tuman ist die Währung in Iran. Das Ding hat 40 Tuman gekostet. Und ich weiß noch, ich habe wochenlang, monatelang auf diese Taschenlampe hingespart. Also wo andere Kinder, was weiß ich, in den Laden rennen, um sich neueste Super Mario, Nintendo, PlayStation, Videospiele oder was auch immer hier, Püppchen oder was auch immer zu holen, war mein größter Wunsch, eine Z Taschenlampe zu besitzen, die mir dabei hilft, diese Dunkelheit und meine Ängste zu überwinden. Und, ja, was soll ich euch sagen? Guck mal, ich denke ja drüber nach, warum ich so lebe, wie ich lebe, weißt du so? Mittlerweile wäre Geld da, um umzuziehen oder was wahrscheinlich auch kommen wird. Ich kann nicht ewig in dieser kleinen Schrägdachwohnung wohnen, das ist mir schon bewusst, aber wisst ihr, ich bin so als Kind aufgewachsen, versteht ihr? Ich hab. Ihr müsst das auch so verstehen, mein Vater hat genug verdient. Wir hatten hier in eines der obersten Stockwerke eine Eigentumswohnung um die 90 oder 100 oder 120 Quadratmeter so in etwa. Also eine Riesenwohnung im obersten Stock eines dieser Hochhäuser im Teheran. Und dann dadurch, dass Teheran, die Hauptstadt Irans, so oft bombardiert wurde, haben wir, oder hat mein Vater besser gesagt, circa 30 Kilometer von Teheran entfernt in Parandak. So hieß die kleine Stadt. Ich habe übrigens so ein paar Videos vor 7, 8 Jahren online gestellt. Da sieht man diese kleine Stadt, da erkläre ich auch ein bisschen was dazu. Werde ich euch hier oben rechts verlinken. Da hatten wir auch nochmal ein Haus, dass wir, wenn diese Bombenhagel, es gab Zeiten, da wurde immer mehr bombardiert und dann haben wir eher außerhalb von Teheran gewohnt, weil es da einfach sicherer war, weil die Bomber der Iraker haben halt eher die Großstädte bombardiert und deswegen sind wir halt aufs Land mehr oder weniger gezogen. Und Geld war genug da, aber Waren waren nicht genug da. Das heißt, es gab auch Embargos gegen Iran, ne, obwohl wir eigentlich angegriffen wurden. Informiert euch, gebt auch einfach mal auf YouTube ein folgende Stichwörter:
Iran und dann die Sendung mit der Maus. Und dann werdet ihr in wenigen Minuten aufgeklärt, was mit uns Iranern passiert ist, warum wir auf der ganzen Welt verstreut sind. Und ja, ich muss auch irgendwann zu so einem Endergebnis kommen. Ich denke ja manchmal selber drüber nach, warum ich so bin, wie ich bin oder warum ich so lebe, so, weil ich bin es halt von klein auf irgendwie gewohnt. Ich bin so aufgewachsen, dass nicht viel da war, obwohl genug Geld da war. Geld war genug da. Ja, mein Vater hat umgerechnet so, keine Ahnung, 10, 15.000 Euro verdient, wenn du das mit heutigen Maßstäben vergleichst, weil der war bei der Luftwaffe in Iran und das war Kriegsanfang und da hat der Überstunden geschoben ohne Ende und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was der da so verdient hat. Und der war bei der Flugzeugabteilung so die Abteilungsleiter. Das heißt, wenn Flugzeuge repariert werden mussten, also die Turbinen oder Triebwerke, wie auch immer, und er hat Anweisungen gegeben, wer an welchem Flugzeug, an welchem Triebwerk arbeitet. Und wenn die Arbeiter Fragen hatten, so was ist kaputt oder wo muss ich ansetzen und so weiter und so fort. Und obwohl genug Geld da war, haben wir sehr karg gelebt, ja, weil, ne, wenn Krieg ist, ist alles teurer. Das heißt, Fleisch, einfachste Sachen, Butter, einfach. Du musstest teilweise, ihr müsst es euch vorstellen, hier zwischen den Hochhäusern waren, wie gesagt, so kleine Kioske. Da war diese Taschenlampe und ich hab nach Monaten Zusammensparen mir eine kleine Taschenlampe gekauft. Und diese Taschenlampe ist mir bis heute, in Erinnerung geblieben. Weil ich war so froh, wenn Stromausfall war und dann Sirenen und keine Ahnung, Dunkelheit und dann konnte ich mit der Taschenlampe entweder durch die Wohnung oder durch die ganzen Gänge dieser Hochhäuser bis nach oben und dann hatte ich halt weniger Angst. Durch diese sehr schnelle Abfolge to von Todesfällen in meiner Familie war ich, wie gesagt, ich rede viel durcheinander. Ich bin so, kennt ihr, wenn ihr so ein bisschen emotional seid, dann funktioniert das Gehirn nicht so richtig. Dann habe ich so richtig Geister vor meinen Augen gesehen, so als kleines Kind, so alleine in der Wohnung, Bomben, Sirenen, Bomben fallen und dann. Weil du wusstest ja auch nie, wann diese Bomben fallen, ja? Das heißt, was weiß ich, Eltern waren irgendwie mal einkaufen für anderthalb, 2 Stunden. Und ihr müsst wissen, Teheran ist riesengroß. Wenn du von der einen Seite von Teheran bis zur anderen Seite fahren willst, da brauchst du teilweise 3, 4 Stunden, ja? Mit dem ganzen Stau und so weiter. Da bist du halt mal 3, 4 Stunden unterwegs, bis du zu Hause ankommst. So, und dann saßen wir da stundenlang im Bombenhagel, Alarmsirenen und keine Ahnung, in der Dunkelheit, weil Strom ausgefallen ist so. Und diese Taschenlampe, ohne Scheiß, ich habe diese Taschenlampe einfach nur geliebt. Ja, so und dann stundenlang hier zwischen den Hochhäusern, wie gesagt, gab es Bäckereien oder Metzger und wie auch immer. Da war auf einmal 1 Kilo Fleisch, was weiß ich, statt 6, 7, 8 Euro auf einmal 40 Euro, 50 Euro irgendwie 1 Kilo Fleisch. Ne, weil durch das Embargo, was uns auferlegt wurde, da sind alles sind Sachen teurer geworden und keine Ahnung. Also keine schöne Kindheit. Deswegen, ich bin gestört, das ist mir bewusst so, ja. Dieses Video, also mir ist komplett bewusst, dass ich gestört bin auf vielen verschiedenen Ebenen, aber. Was ich euch, ich habe jetzt minutenlang geredet, hört mal zu. Ich bin aufgewachsen mit sehr viel schwierigen Verhältnissen und der größte Wunsch, den ich danach hatte, als Teenager oder später als Jugendlicher, war es, eine Frau kennenzulernen, die mich liebt, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern und die mich akzeptiert, so wie ich bin, auch wenn ich gestört bin oder wie auch immer und die mir dabei hilft. Sozusagen aus diesem tiefen Loch, in das ich irgendwie reingeraten bin, herauszukommen. Und ich kann mit Frauen, die untreu sind, beziehungsweise nicht loyal sind, nichts anfangen. Dementsprechend sortiere ich sehr schnell aus. Das heißt, ich bin sofort Feuer und Flamme für eine Frau, wenn ich sie kennenlerne, wenn sie mir gefällt und ihre Art und alles. Aber ich kämpfe auch relativ lange um eine Frau. Aber wenn ich merke, diese Frau ist absolut untreu oder nicht loyal oder erzählt zu viele Lügen und versucht mich zu verarschen, verlasse ich sie auch relativ schnell wieder. Dementsprechend,
Ich kann gar nicht anfangen. Wo soll ich anfangen? Was soll ich? Wisst ihr, die Story meines Lebens ist so kompliziert. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll, wo ich aufhören soll. Vielleicht ist es auch okay so. Ich habe euch jetzt ein bisschen was erzählt und ja, das Einzige, was mir durch mein Leben geholfen hat, war halt Kraftsport. Weil egal wie wütend ich war, egal was für Schicksalsschläge ich im Leben erhalten habe, irgendwie war meine Rettung immer Kraftsport, weil da konnte ich meine Wut, meine überflüssige Energie rauslassen. Und dementsprechend ist mir Kraftsport wirklich so wichtig. Und dementsprechend, ich habe nichts dagegen, wenn YouTuber mit Kraftsport Geld verdienen wollen, wisst ihr? Nur wenn ich merke, jemand schmeißt sich irgendwelche Chemikalien, baut Muskeln auf und versucht dadurch Reichweite zu erreichen, um dann irgendwelche kleinen Kiddies oder Jugendliche zu verarschen, so, weil mir Kraftsport wichtig ist, so. Und ich will jetzt nicht sagen, Geld ist mir unwichtig, das wäre gelogen. Natürlich, ich möchte so viel wie möglich verdienen, aber ich möchte das Geld halt irgendwie so verdienen, dass ich jetzt nicht über Leichen gehe oder irgendwie großartig Menschen schade. Ich will jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass ich das mein Leben lang geschafft habe, ja. Ich bin kein Engel. Ich habe bestimmt hier und da meine Fehler gemacht, aber ich bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass Geld nicht alles ist, so. Es gibt im Leben Wichtigeres, ja. Es gibt definitiv im Leben Wichtigeres. Und ja, das Video irgendwie Muttertag ist mir eingefallen. So, ich, wisst ihr, bei mir im Kopf ist Chaos. So, ich habe irgendwie gesehen heute Muttertag, und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dann hat das ein, kennt ihr, ein Gedanke ergibt das andere und dann dachte ich mir, komm, ich setz mich mal hin und erzähle euch mal ein bisschen davon. Aber wie gesagt, diese Lebensstory von mir ist ein bisschen kompliziert. So, ich fange zwischendurch mal an zu erzählen und ja, links, rechts und irgendwann weiß ich nicht mehr, wo ich weitererzählen soll. Also, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber so ungefähr, damit ihr wisst, weil viele mich fragen, ey, warum regst du dich auf und warum erzählst du immer so viel über andere Leute? Und ja, das ist einer der Gründe, warum ich es überhaupt nicht leiden kann. Deswegen, es gab in den letzten Jahren jetzt an letzter Stelle, ja, ich möchte einen Gruß raussenden an meinen Sponsor. Wisst ihr, dieses Sponsoring, was ich habe, ist mir wichtig, weil ich muss den Leuten nichts verkaufen. Die Leute wissen, dass es meinen Sponsor gibt und dass sie diese Hormontests machen und wer mag, kann sich da irgendwie melden und Hormontest machen. Es muss aber keiner, ja. Es ist nicht lebensnotwendig. Ich erzähle den Kiddies auch nicht, ey, ihr müsst unbedingt einen Hormontest machen, weil sonst baut ihr keinen Muskeln auf und so. Wisst ihr, dieses Sponsoring macht mir Spaß, weil ich niemandem was verkaufen muss. Und ich habe viele Anwerber, die mir gesagt haben, ey, komm, wir haben so ein Multivitaminprodukt, das musst du unbedingt an den Mann bringen, komm, erzähl den Leuten so und so und so. Die habe ich alle laufen lassen, weil ich wollte nicht enden wie alle anderen YouTuber, okay? Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe euch schon lang genug zugequatscht. Ja, Muttertag, Taschenlampe, Sponsoring, Teheran, Iran. Googelt bitte ganz dringend an alle eine Bitte. Geht auf YouTube oder googelt mal folgende Wörter: Iran und dann die Sendung mit der Maus und zieht euch mal das Video rein. Vielen Dank, bis dahin, ciao. Ach ja, Trainingsvideos kommen bald wieder. So, ja, da unten rechts ist mein Bild, eine kleine Trizepspose. Ich habe einen Sportkanal mit über 17.000 Abonnenten und über 8 Millionen Views bis jetzt, namens Akko the Persian Killer. Wie gesagt, dort geht es um Muskelaufbau, Kraftsport und auch Drohnenvideos und einmal mein Gaming-Kanal Akko Power Let's Play. Ja, beide Kanäle könnt ihr kostenlos abonnieren und unten hier unten könnt ihr mein Facebook lesen. Akko Platz lassen, Akko Platz lassen, Amani. Alles klar, viel Spaß beim Video.